Ja, das sieht ja schon sehr vielversprechend aus, wie ich finde, Sebastian. Und damit würde ich sagen, begrüßen wir ganz herzlich hier im Studio Ulrich Jung. Hallo. Uli, du hast ja gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton hinter dir gebracht, erfolgreich. Richtig. Und du hast jetzt diesen Film, wo wir jetzt den Trailer schon gesehen haben, produziert. Ja. Welche Aufgaben hast du denn dabei übernommen? Bei dem Film habe ich die Regie gemacht, Ja. den Schnitt, teilweise auch die Kamera und ich habe auch mitgespielt. Genau, ich habe ja, glaube ich, gerade ganz kurz mal genau, gesehen, habe ich kurz gesehen, genau. Ja. Und inwieweit hat dir die Ausbildung zum Mediengestalter weitergeholfen? Na, absolut. Also ich wollte einfach diese technische Seite lernen, um dann in der Regie eben also beide Seiten auch zu beherrschen, um mit der technischen Seite auch mehr gestalten zu können. Also auf jeden Fall. Ja, das ist, finde ich, schon ein klasse Abschlusswort, denn Uli muss zum Flughafen, wie bei Wetten, dass, wie bei Thomas Gottschalk. Du musst deinen Flieger noch erwischen, denn du musst nach Berlin, denn dein Film hat jetzt gleich Deutschlandpremiere. Genau. Stimmt. Vielen Dank in jedem Fall, dass du die Zeit genommen hast und einfach mal uns deine Ausbildung was erzählt hast und deinen Film. In jedem Fall wünsche ich mir dir viel Erfolg Ja. und viel Glück und guten Flug in jedem Fall. Ja, vielen Dank. Ich wäre gerne noch länger geblieben, aber Das das nächste nächste Mal. Mal. Genau. Okay. Danke. Wir kommen jetzt noch zu einem anderen Beispiel, denn es gibt natürlich auch Ausbildungsbetriebe, die nicht alle Anforderungen anbieten können. Und wie so ein Beispiel aussieht, das sehen wir uns mal an. Hallo, mein Name ist Alex. Ich arbeite bei der Firma Argus Film und ich zeige euch jetzt ein bisschen, was ich hier mache. So, das hier ist unser Schnittplatz, ein Final Cut Pro Schnittplatz. Technisch kenne ich mich hier gut aus, schneide auch hin und wieder, jedoch ist meine Hauptaufgabe im Bereich der Kameraassistenz. Und deswegen gehen wir jetzt direkt mal runter Richtung Lager. So, hier sind wir jetzt bei uns im Lager. Jetzt würde ich sagen, nehme ich mir einfach mal hier das Equipment und packe mal alles fürs ZDF zusammen. Hier der SQN3, das Hauptwerkzeug eines Kamera- oder Tonassistenten. Damit wird der Ton gemischt und hinterher in die Kamera eingespeist. Um aber den Ton abzunehmen, braucht man, wie hier in der Tontasche vorhanden, Mikrofone, in diesem Fall die ZDF-Windschütze, eine Menge Kabel und natürlich die ganz geliebte Tonangel. Dazu gibt es hier noch für windige Angelegenheiten den Windschutz. Des Weiteren haben wir hier noch das Weitwinkel und die Kamera selbst. Das ist dann natürlich das Werkzeug des Kameramanns. Und hier die Zubehörtasche. Darin befinden sich Akkus, Tapes und was man sonst noch so auf dem Dreh braucht. Nicht zu vergessen natürlich das Stativ, in diesem Fall ein Sachtler, Standardstativ, ist ein typisches Gerät für EW-Einheiten und ein Lichtkoffer zum Ausleuchten von Interviewsituationen. So, jetzt wird gepackt. Jetzt geht's ab zum Dreh. Redakteur und Kameramann sind schon vor Ort. Ja, die Tätigkeiten sehen ja, wie ich finde, schon sehr eingeschränkt aus. Und im Studio begrüßen wir jetzt Alexander Elsig. Guten Tag. Hallo Alex, du bist ja nun in deiner Firma jetzt im zweiten Lehrjahr. Erzähl doch mal ein bisschen, was du so deinen Arbeitsalltag machst. Also im Arbeitsalltag ist es so, dass wir von Sendern gebucht werden, in der Regel von Sendern. Das heißt, wir fahren dann mit Equipment, Kameramann, Kameraassistent, das heißt, ein Kamerateam fährt los und dreht die entsprechenden Sachen dann ein. Ich bin dann für den Ton verantwortlich. Hast du dir die Ausbildung denn so vorgestellt? Ja und nein. Also ich wusste natürlich, dass es in diese Richtung ging. Ich habe da eine ziemlich genaue Vorstellung gehabt. Jedoch ist es so, dass wir, also ich schneide auch, allerdings relativ wenig und die Intensität reicht halt nicht aus, um das jetzt professionell zu betreiben. Frau Hechtel, was fällt Ihnen dazu ein? Ja, das ist halt das Problem der Grundausbildung, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, von vielen Absolventen weiß ich das auch, dass die nicht in dem Bereich bleiben müssen, in dem sie gelernt haben. Also es das heißt nicht, wenn man jetzt EB-Assistent lernt in der Ausbildung, dass man sein Leben lang EB-Assistent bleiben muss, sondern gerade die Breite der Ausbildung gibt einem die Möglichkeit, sich hinterher auch zu spezialisieren. Und ich kenne viele Mediengestalter, die in ganz unterschiedliche Bereiche gegangen sind. Das reicht wirklich von der Produktion, wo das ja wichtig ist, den gesamten Workflow zu kennen, über den Schnitt, über die Tonaufnahme, Tonstudioarbeiten. Die ganze Bandbreite wird abgedeckt. Ja, also das kann ich auch bestätigen. Das ist halt auch so, wenn ich in der Berufsschule Aufgaben übernehme, die ich jetzt im Betrieb so nicht mache, merke ich, dass ich mich sehr schnell einarbeiten kann. Okay, wir müssen in jedem Fall ein bisschen sputen. Die Sendezahl ist leider ein bisschen
Wie so oft. Gekürzt, genau, wie so oft. Und kurz, vielleicht zu guter Letzt, was muss man im Medienstand mitbringen? Primär sind es natürlich zwei Bereiche, einmal der gestalterische Bereich und der technische Bereich. Das bedeutet, dass man auf beiden Seiten ein gewisses Interesse haben muss. Also wenn man nur auf einer Seite ein Interesse hat, dann wird das nichts. Also dann fehlt einfach die Grundlage. Genau. Können Sie noch ganz kurz was hinzufügen, was ergänzen? Ja, das ergänzen kann man es vielleicht damit, dass der Mediengestalter unbedingt noch zwei Sekundärtugenden braucht. Der muss auf jeden Fall teamfähig sein, weil er immer in großen Teams arbeitet, und er muss stressresistent sein, weil Dreharbeiten sind immer mit Stress verbunden. Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Studiogästen, und für alle, die jetzt noch Fragen haben oder die den Mediengestalter interessiert, Frau Höchtl wird jetzt noch bis 15 Uhr in unserem Chat zur Verfügung stehen. Da können Sie in dem Fall alle Fragen an Sie richten. Ja, bevor wir Sie, liebe Zuschauer, in Ihr wohlverdientes Wochenende entlassen, wollen wir natürlich noch unser Wochengewinnspiel auflösen. Die richtige Antwort war natürlich A, ganz klar. Und ja, der Gewinner ist unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Von mir auch. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Jetzt kommt der Bulle von Deutz, und denken Sie daran, Sie sind Deutschland. Dankeschön und tschüss. Bis dahin. So, bis auf den Verkacker.